derbe ankotzt, Alter. Die sind zwei echt interessante Charaktere, die sie da bei Akatsuki reingeknallt haben, wirklich. Diesen Fischmenschen hätte man auch sich wegdenken können, also den hätte überhaupt nicht reingemusst. Auch diese Papiertante. Du wirst noch vor Schreck den Boden küssen. Was für eine sinnlose Aktion ist das denn? Du kleiner Mii! Willst du etwa Streit? Kletternde Silberstrategie, okay. Oh, der von dir gesteuerte Charakter ist jetzt Azuma. Super. Ich habe letztens übelst gefeiert, Leute. Ich habe mir nämlich Pokémon Red angeguckt. Die neue Serie, die über 4 Folgen geht. Mehr auch nicht. Das ist total sinnlos. Aber ich finde den Endkampf total geil. Mewtwo gegen Special Glurak. Was ich eigentlich relativ sinnlos finde, weil die X-Entwicklungen erst viel später kommen. Also erst in der 6. Generation eigentlich. Aber das ist jetzt auch mal ein anderes Thema. Oh, komm mal, wir können mit dem labern. Ah, beschäftigt wie immer. Arbeite aber nicht so hart, dass du dir schadest. Was labert denn so mit Azuma? Egal. Jedenfalls habe ich da übelst gefeiert. Der Hauptcharakter Red. Ja, die heißen wirklich Red and Green, die beiden. Aber wahrscheinlich heißt er im Deutschen Blue oder Blau. Weil es Grün ja hier nie gab. Jedenfalls habe ich... Ja, die Blattgrüne, aber die Blattgrüne kam ja erst wesentlich später und es geht halt um die ersten beiden. Jedenfalls habe ich übelst gefeiert, als ich die Stimme von Red gehört habe. Sofort habe ich sie erkannt. Das ist die japanische Stimme von dem Naruto Shippuden-Sprecher. Also von dem Naruto aus Naruto Shippuden. Weil Naruto hat ja 2 verschiedene Stimmen gehabt. Man munkelt ja, dass die erste Stimme von einer Frau gesprochen wurde. Bin ich aber auch so ein bisschen der Meinung, dass das eine Frau gewesen ist, die den gesprochen hat. Aber das ist jetzt mal ein anderes Themachen. Wie gesagt, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, das ist total geil. それはこっちのセリフだ。まさかお前が俺と同じだと。そうか、そうだったのか。じゃあさ、早速聞きたいことがあるんだけど。ああ、大体言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうの。そう、その通り。しかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。 Stelle ich mir ziemlich kompliziert vor, Leute, ey. Weißt du, Chakra zu teilen und das dann noch reinander reiben, ey.
Azuma schon eine coole Drecksau. Bist du bereit? Ja. Ach, jetzt muss ich mit Azuma Sarutobi gegen... Sarutobi sage ich. Doch, Sarutobi. Ja, stimmt. Der ist doch der Enkel von dritten Hokage. Was heißt denn hier etwas gemeinsam? Die haben ziemlich viel gemeinsam. Ich sag mal, nicht nur das Wind. Ich sag mal, Azuma ist Enkel von den dritten Hokage und Naruto ist der Sohn vom vierten Hokage. Und dadurch sind sie beide mit einem anderen Hokage verwandt. Und die beiden Hokage sind zusammen befreundet. Ergo, passt doch alles. Vor allem der noch wesentlich mehr, weil der dritte Hokage hat ja auch die drei legendären Sannen trainiert. Also sprich, Orochimaru, hier, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen von der Hokage, gab's es denn? Und, Jiraiya. Und Jiraiya hat ja den vierten Hokage trainiert. Der vierte Hokage, also haben die ja extrem viel gemeinsam! Insider-Wissen aufs Übelste, Alter. Bam, 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 bam! Also, mal geht's ab, Alter. Aua! Was ist das für eine Technik? So. Bam. Okay, und jetzt jetzt Chakra. Jetzt nice, mit einer Chakra Klinge direkt durchs Fleisch. Oh, ungewollt habe ich gerade richtig krass seine Attacke gekontert. So, das kannst du vergessen, Alter. Bam, Alter. So, und jetzt gebe ich dir absolut den Rest, Bitch. Okay, haben wir ordentlich gegeben. Rio, 1500 Sparring, Kaftreis mal 2. Spieler Azuma, Gesundheit 71, Zeit 71, Bonus 3375, S-Rang 5062, Ninja-Infokarte Nummer 56, 670.000 Stundenpunkte erreicht, Ninja-Infokarte erhalten. Das geht in letzter Zeit ziemlich schnell alles, ey. Chakra gut pflegen, wir werden es tatsächlich nicht durchlesen, weil das sowieso gleich wieder verschwindet. Anleitung zum Sieg 23. Weißt du, du bist schon mitten im Game und bekommst immer noch Anleitungen, die dir überhaupt nicht mehr was bringen, weil du schon viel weiter bist und das meiste wahrscheinlich schon erlernt hast. Aber ja.風の性質変化が身についていく。そっか。そっか。なんとなく骨が分かったってばよ。助かったよ、ハサ。ナルトも So, jetzt bin ich immer auch Azuma, total cool. Vielen Dank, Sensei Azuma, ich werde die Chakra-Natur des Windes meistern, du wirst schon sehen. Wie hast du es nur geschafft, dass Naruto das so einfach verstanden hat? Das allein schon nötigt mir gehörig Respekt ab. Sigidigi. Danke für deine Hilfe, Azuma. Naruto scheint den Dreh jetzt raus zu haben. Naruto hat das eigentlich ein bisschen anders kennengelernt. Und zwar hat er seine Schattendoppelgänger dafür eingesetzt. Durch die Schattendoppelgänger konnte er sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes nach links und nach rechts sehen.
ohne jemals nach links geguckt zu haben, sondern ein Schattendoppelgänger, und er weiß trotzdem, was links alles abgegangen ist. Das ist eigentlich recht coole Technik, was komischerweise nur Naruto mit seinen Schattendoppelgängern kann. Kann irgendwie kein anderer nachmachen. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, weil Naruto ist einfach nur drauf was. Sasuke kann nicht nur einpacken, Sasuke kann sogar auspacken. Moment, das ergibt keinen Sinn. Egal! Nee, Sasuke ist schon eine coole Drecksau. Oh. Oh, oh. Oh, jetzt geht's los. Deine große Liebe. Nein, das ist Kurenai. Kurenai hat extrem viel, wie nennt man das nochmal hier, Charakter verloren, sag ich jetzt einfach mal im Endeffekt, weil du hast, früher hast du sie ein bisschen gehabt, dann hat sie Team 8 trainiert mit Kiba, Shino und Hinata. Und in Shippuden ist sie irgendwie nicht mehr anwesend. Da hast du sie mal kurz gesehen, wie jetzt diese Zwischensequenz. Und als es, im Endeffekt kann ich spoilern, das weiß sowieso jeder Arsch. Als Asuma gestorben ist, hast du nochmal eine kurze Zwischensequenz mit ihr gehabt. Mit dem Baby von ihm im Bauch. Und seitdem hast du nichts mehr von ihr. Nix. Ich meine, Team 8 braucht auch einen Sensei. Muss ja immer noch trainiert werden. Die sind ja bis jetzt nur Shunin und keine Jonin oder sonst irgendwas. So ist das Leben. Wenn du mich da mal nicht täuscht. Achso, Kurenai macht nur Punkte, Punkte, Punkte. Unsere nächste Mission findet also am Meer statt. Hoffentlich sind meine Leute davon nicht so begeistert, dass sie seekrank werden, nur sowas. Das wäre voll unnützlich. Alle Japsen werden hoffentlich sich ziemlich schnell seekrank. Dass sie das Ziel der Sache aus den Augen verlieren, wäre auch scheiße in dieser Mission. Vielleicht sollte ich die 5. Hokage fragen. Ja, vielleicht solltest du das machen. Wir gehen mal weiter. Über diese wunderschöne Brücke hier. Ohoho. Tze, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Kackbuhn, Alter. Kackbuhn, oh, Kiba. Der haut gerade einen Erfolg aus dem anderen raus, indem er ein Spiel auf Lone Wolf gespielt hat. Der feiert sich gerade einen ab. Achso. Doritos Crash Course. Ich war immer noch nicht auf einer Mission mit Sensei Kurenai. Weißt du warum? Ja, ich weiß warum. Das musst du aber nicht wissen, Kiba. Du musst nur wissen, dass sich Bienchen und Blümchen auch manchmal lieb haben. Herrje, ich glaube, ich habe mich erkältet. Aber bei so einem schönen Wetter kann das doch... Was für ein Pech. Okay. Okay, Leute, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber es war richtig geil. Eben gerade, als ich auf den Text gedrückt habe,
stand da Oman und in dem gleichen Moment hat der Raptor gerade Oman gesagt. Das war jetzt schön. Oh Mann, ich habe jetzt beim Training übertrieben und was im Rücken gezerrt. Jetzt habe ich einen Wickel drauf. Was? Ein Wickel drauf? Was soll das denn sein? Aber Mann, fühle ich mich jetzt vielleicht alt.